Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Eco mit dem Schlossi. Moin. Und dem Walli, der AFK ist. kann man ja mal so sagen, ne? Ja, aber manchmal ist das so. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Oh ne, was denn? Der hat unseren Raum kaputt gemacht. Wie kaputt gemacht? Ja, ich gehe jetzt hier rein, gehe an meinen Forschungstisch und sowas und da sagt er, er muss innerhalb eines Raumes stehen. Woche wieder nicht schnell genug, der Kerl. Oh, ich weiß nicht, was er da... ich guck mal. Irgendwo hat er da irgendwie was abgebaut oder kaputt gemacht oder... Ich weiß es nicht. Wobei das sind wir ja. Das sieht hier eigentlich nach einem Raum aus. Ich baue den mal ab und stelle ihn wieder hin. Mal gucken. Gab ja mal so einen kleinen Fehler da. Vielleicht ist der ja immer noch da. So, gucken. Ach, Tatsache. Hat er den Raum doch nicht kaputt gemacht. Ich habe den Metzgertisch fertig. Ich gucke mal, ob der hier sich drinnen noch macht. Raumanforderungen. Nein, der Raum ist zu klein. Ich such gerade das letzte Tier, um dann hier den Fort, um dann die Metzger machen zu können da. Der ist auch zu klein dafür. Oh. Wir müssen den Raum größer machen, beziehungsweise erweitern. Holz brauchen wir. Ärgerlich, wegen Esum Tier so viel Arbeit. Ja, so ist das, ne? Ich brauche mehr Punkte, um mich weiter aufzurüsten zu können. Wenn ich dann stärker werde, geht's leichter von der Hand. Das stimmt wohl. Tja, tja, tja. Oh, so viel Holz haben wir gar nicht, dass wir den fertig kriegen, den Raum. Oh. Das ist ja ärgerlich. Okay, wir müssen definitiv. Ja, sehr schön. Dann kannst du mir gleich bestimmt helfen beim Holz bauen. Oder Holz besorgen. Ja, ich tue gerade nochmal schnell noch Wildfleisch organisieren. Jetzt ist er abgehauen. Jetzt hab ich keine Lust mehr. Ja, ich gebe hier schon mal in Auftrag, dass er mir, was weiß ich, 100 Holz macht. So. Das heißt, wir brauchen 200 Baumstämme. Und es ist noch nichts gewachsen. Oh. So, jetzt habe ich erstmal meinen dritten. Jetzt kann ich... ein Haufen Tomaten. Spring mal auf Tomaten mit. Oh ja. Dann kannst du gleich deinen Forschungsauftrag in Auftrag geben, dann, ne? Ja. Und dann, das dauert 5 Minuten, bis der fertig ist. Dann können wir in der Zeit so ein paar Bäume schlachten. Dass wir da den Raum vielleicht fertig kriegen und dann auch deinen Tisch fertig kriegen. Beziehungsweise aufstellen können. Schlecht wär's nicht. Nee, dann können wir nämlich ordentlich auch Nahrung machen. Ja, wir müssen irgendwann mal in die Landwirtschaft und dann erstmal noch portieren. Wir haben so viel noch zu tun. Oh, ich hab Holz gefunden. Sehr gut, alles mitbringen. So viel wie du kannst. Na, ja, die Stämme, die rumliegen, bringe ich mit. Vor allem sollten wir langsam mal eine Rampe bauen, ich komme hier kaum mehr hoch. Ja, dafür müssen wir aber auch erstmal den großen Raum fertig haben, dass wir da die weiteren Tische reinkriegen. Ach, ist doch belastend. Wo ist denn der Dr. Baumeister? AFK. Das getraut er sich? Ja. Da kannst du ihm gleich einen ordentlichen Einlauf für verpassen, wenn er wieder da ist. Gibt klein paar hunderte Level. Und womit? Mit Recht. Nein, mit meinem Bogen. Herstellung, was wollte ich sagen? Metzgerhandwerk, ne? Ja. Einmal bestellen. Hat er gemacht.
Alles, was du an Holz findest, in das große Lager reintun. Das fast leere, was fast leer ist. Was fast leer ist. Ich muss erstmal schnell mein Inventar leer machen. Oder was sogar leer ist gerade, glaube ich. Ja, ist leer. Pflanzenfasern, was brauchen wir für Pflanzenfasern? Pflanzenfaser haben wir ganz viele in der Kiste. Ja, ich sehe es gerade. 200 Das, Stück. da brauchst du die Sense für und musst Gras quasi absensen. Aber da sammle ich schon immer relativ viel von. Also Ja, Samen haben wir auch ganz viele. das sollte nicht so zum Problem werden. Das Schöne ist, ich kann lange auf die Jagd gehen. Ich habe zwei Bögen. So, ich sammle jetzt auch erstmal nur das Holz ein. Diese ganzen Holzsparen, das sammeln wir später. Jupp. Ja, wir müssen die erstmal vertun. Ich weiß noch gar nicht, wohin mit dem ganzen Mist. Mit dem Holz sparen haben wir so viel. Ja, da brauche ich einen Tisch für, dann kann ich sie verarbeiten. Und für Also, den ich Tisch brauche ich den nicht. Raum. Den Tisch habe ich schon im Inventar. So, wo gehst du jetzt? Bäume fällen in welcher Ecke? Ich Dort oben? gehe hier oben wieder hoch immer. Weil hier ist noch eigentlich der nächste Wald, finde ich. Ja, wir dürfen den Wald bloß nicht zu so doll roten, weil hier Ja. sind ganz viele Tiere. Oh, ich muss Nicht schon mehr wieder gucken. essen. Da wahnsinnig. Nee, sobald unser angepflanzter Wald hier gewachsen ist, dann geht das ja auch wieder. Jupp. So, 116 Baumstämme brauchen wir noch. Die brauchst du bloß ins Lager hauen, ne? Ja. Dann müsste sie quasi direkt automatisch wieder rausnehmen. War was? Ich habe einen Baum gehört. Wo? Irgendwo. In meiner relativen Nähe. So, 96. Hier oben waren doch auch noch. Oh ja. Ja, irgendwann müssen wir mal eine Ordnung schaffen hier. Oh ja. Vor allem doch Wege erstellen. Ja. Wir sollten irgendwann mal, bevor wir auf irgendwas nichts würde, das Anfang unseres Lagers auffüllen. Womit? Ja, Holz. Dass wenn du wieder anfängst, was zu bauen, dass wir auch mal genügend Holzvorräte Ja, haben. gut, aber das geht immer so schnell wieder weg. Ach, Spaß. Das ist ja das Problem. Eisenerz werde ich jetzt demnächst brauchen. Aber da haben wir auch schon was, glaube ich, gesehen. Wenn auch nicht viel, aber wir haben was. Weil ich werde jetzt als nächstes das Schmelzen lernen. Bessere Pfeile für mich? Eventuell. Kann ich dir noch gar nicht so ganz genau sagen, aber es bringt auf jeden Fall was in dem Sinne, dass wir weiter forschen können. Oh, schön. So, und das wollen wir ja schließlich auch, ne? Ja, das stimmt. Müssen ja. Wir wollen ja nicht stehen bleiben. Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Ah, das ist aber ein hartnäckiger Baum hier. Ja, wie so oft. Aber ich glaube, die Bäume brauchen lange zum Wachsen. Ah, doch, ordentlich, ja. Also muss man sie überlegt anpflanzen. Ja. Und relativ zeitig nachpflanzen, viele. Genau. Deswegen wollte ich ja nicht hinten die ganze Grube wirklich für Holz nutzen. Also, Wenn es reicht. dass wir da ordentlich die ganze Kuhle quasi voll haben mit Bäumen, weißt du, können wir einmal runtergehen, einmal fällen und dann
Einmal nachpflanzen und dann haben wir genug. Nachher wird das Holz auch nicht mehr so eine Rolle spielen. Ist jetzt quasi nur am Anfang. Nachher ist dann das Holz dann eher wieder Nebensache, da sind dann die Steine relevant. Und Ziegel und was weiß ich nachher noch alles. Der Baum ist ja völlig in die falsche Richtung gekippt. Ja, kenne ich. So, ich fülle jetzt schon das Lager auf. Also ich habe für meine Produktion auf jeden Fall genug. Das heißt, alles, was jetzt noch gefällt ist, sammeln wir noch ein, aber dann reicht, glaube ich, erstmal. Vor 2 Minuten. Ja, aber das Haus sollte fertig sein und dann haben wir erstmal genug. Und dann haben wir Wally arbeitslos gemacht. Ja, der wird zum Schaufler. Ich bräuchte So. mehr solche Sterne, dass ich mir meine Skillpunkte mehr bekomme. Ja, das geht mit der Zeit alles. Das muss schneller gehen. Und umso mehr du halt machst. So, dann sammle ich jetzt mal den Holzspan hier ein. Ja, da kann ich jetzt auch gleich aufräumen, bevor ich weiter hier weitermache. So, dafür brauchen wir schon eine neue Kiste, ne? Ja, die eine ist voll, ne? Ja, behalt's erstmal im Inventar. Sobald ich den Raum fertig habe und den Tisch da reinstellen kann, kann ich die verarbeiten. Okay, und was wird dann draus? Da wird dann, also ich weiß nicht, ob es jetzt noch so heißt. Ich glaube aber mal ja. Nennt sich Pitch. Das brauchen wir für Ziegelsteine. Okay. Ich hoffe, dass das noch genauso geblieben ist. Das werde ich gleich sehen, wenn ich den Tisch mache. Ja, weil sonst kannst du ja das ganze Klumpen wieder wegschmeißen. Ja, vielleicht kannst du das ins Lagerfeuer als Holz legen, als Treibstoff, weißt du? Das können wir ja gleich Das, ausprobieren. aber ich glaube, wir brauchen das wie vorher auch für die Ziegelsteine. Einfach erstmal ins Feuer schmeißen. Da haben wir dann genug. So, ich baue jetzt den Raum weiter. Schubidubidu. Ja, aber die Produktion ist ganz schön lahm. Ja, leider geht das nicht immer ganz so schnell. Ach so, mit der Zeit wird man, kriegt man wieder Punkte. Also kriege ich beim nächsten Mal 30 Skillpunkte, wenn ich das jetzt richtig erkenne. Da steht bei dir eine 30 da dran. Ja, 30, dann so ein Stern und dann hinten so gelbe Balken. Ne? Kann sein, dass das das ist. Ja, frag mich jetzt nicht ganz genau. Ich will es ja mal testen, mal gucken. Was kann ich denn, wie kann ich eigentlich das Buch dann nutzen? Rechtsklick aufs Buch. Und dann kriegst du eine Schriftrolle und die machst du auch rechtsklick, dann hast du sie gelernt. Aber warum geht hier die Zeit nie runter? Zeitaufwand 0%, Ressourcen 100%, hä? Achso, dann musst du wahrscheinlich einsammeln. Kann das sein? Ne, das Buch braucht noch 5 Minuten. Moment. Kann ich natürlich nicht sehen. Der sagt schon Warte. wieder Raumanforderung. Oder ist die Kiste dann doch blöd platziert? Nee, er sagt, er hat keinen Raum. Okay. Gut. Jetzt hat der Bus eine Buche schon drin, ne? Warte mal. Oder weil hier oben das Fenster ist oder ein Loch, was auch Jetzt immer. arbeitet er wieder. Ah, siehst du da, weil da ein Loch oben drin war, ne? Nee, ich habe das Loch gerade reingemacht und wieder zugemacht. Achso. Ja, jetzt Das arbeitet er. funktioniert nämlich auch manchmal.
Raumvolumen 72, Stufe 1. Also irgendwie geht es bei mir gerade so schlecht, oder ist das bei dir auch so? Was denn? Also ich habe gerade so richtig viel Lag irgendwie, habe ich das Gefühl. Also ich nicht. Wer weiß, was das war. Kurios. So, jetzt müsste ich eigentlich nur noch auf das ganze Holz warten, damit wir das fertig kriegen. Tja, ach so, jetzt muss ich erstmal wieder was essen. Ah, Sachen gibt's. Jetzt machen wir hier Wallis Aufgaben, also das ist schlimm, ne? Ja, alles nur, weil er nie herzukommt, der Kerl. Schlimm, schlimm, schlimm. Er wurde an der Tür aufgehalten. Ist auch nee, nee, dann müssen wir uns nächstes Mal gleich mal mitmeckern, das geht so nicht. Nee, 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 das echt nicht. Irgendwie bin ich schon wieder hungrig. Real life oder in-game? Beides. Ah. Aber weißt du, was mein Vorteil ist? Das Essen steht gleich neben mir. Ja, gut. Da ist der Weg dann nicht so weit, sagst du. Nö, nö. Alles gut. Alles in kurzer Hand. Ah. Das Dach, ey. Das ist echt ätzend, so ein Dach zu bauen. Ja, dafür hat man eigentlich einen Walli eingestellt. Ja. Wenn man die Arbeit des Dachdeckers erledigen muss, ne? Katastrophe. Ah, dein Forschungstisch arbeitet noch, ich höre ihn. Oh, das war falsch. Nee, er nimmt das nicht an. Diese Dinger da zum Dinger da? Ja, zum für die Dings hier zum Brennen. Ach so, ja, schade. Du weißt schon, was ich meine. Den Holz sparen, meinst du? Genau. Ich werde jetzt nichtsdestotrotz hier schon mal die beiden Tische hinstellen. Da ist dein Metzgertisch. Dann kann ich ja schon mal gucken. Herstellung, Ziegelsteine. Brauche ich Mortar. Pulpmortar kann ich herstellen. Das haben sie umbenannt. Mörtel ist das jetzt quasi. Und ich brauche 20 Holzspan für einen Mörtel. Okay, na, das ist ein guter Verbrauch. Ja. Da werden wir los, auf jeden Fall. Also wenn ich durch unser Haus gehe, also habe ich wie große Lags. Komisch. Okay. Nur noch ein paar Sekunden. Dann lernst du neue Rezepte. Ja, ich muss nur das Dach zumachen und dann bin ich auch durch. Hier kommen noch 26, da kommen noch 7, das sollte theoretisch reichen. Ich glaube, kann ja sein, dass alles zu viel mit Ema ist oder irgendwas habe ich falsch gemacht. Hä, wie was? Ja, dass es hier so komisch leckt bei mir, verstehe ich nicht. Naja, ich merk's, wenn ich ins Haus gehe, dann fährt mein Lüfter hoch. Ja, mein Lüfter hat sich eingepegelt mittlerweile. Es kommt viele kalte Luft, also wird es nicht mehr ganz so warm, aber. So, jetzt habe ich. Wie hast du gesagt, soll ich auf das Buch drücken oder was? Rechtsklick auf das Buch.
Dann müsstest du eine Schriftrolle Ja. bekommen. Ja, und dann nochmal Rechtsklick. Und auf die machst du nochmal einen Rechtsklick, dann hast du es erlernt. Ah, okay. Und dann kannst du das Buch mit in die Kiste legen. Das brauchst du dann nicht mehr. Also, der können noch der andere dann. Das kann dann jetzt jeder andere auch noch lernen. Was hast du hier noch, was ich auch noch lernen könnte? Das ist dieses Grundlagentechnik. Grundlagentechnik, genau. Brauch ich ja nicht unbedingt. Ich würde es trotzdem lernen, also es ist nicht verkehrt. So, wenn ich das Dach fertig habe, ist die Folge rum. Na, ob das in einer Folge schaffst, du brauchst du eher 3 Folgen, ne? Nee, nee. Ich meine, wir sind bei 20 Minuten, aber ich bin fast fertig mit dem Dach. Aha. Ja, dann mal Da los. brauchen wir jetzt nicht noch eine neue Folge für anfangen, weißt du? Ich gehe mal an den Metzgertisch. Jetzt habe ich ja Metzger theoretisch gelernt. Ja, den kannst du aber noch nicht benutzen, weil er noch keinen Raum hat. Ja, aber ich kann erst mal gucken. Herstellen. Genau, du kannst reingucken, das stimmt. Ah, ich muss erst mal Metzgerhandwerk lernen, sehe ich gerade viel. Das hast du doch gelernt, oder? Metzgerhandwerk 1, 2, 3. Ach so, das sind die Stufen. Ach so, warte mal, das brauche ich, um das zu kriegen. Ah, ja, okay. Da habe ich das vorhin falsch gesehen. Da kann ich jetzt einmal hier bestellen. Hier bestellen und jetzt noch die Karnickel. Und hier tun wir 7 bestellen. Da musst du halt immer gucken, dass du hast mehrere Möglichkeiten, ne? Du kannst da auch was herstellen, dass du noch die Haut der Tiere dazu kriegst und all Nee, solche Sachen. kriege ich beides gleichzeitig, wenn ich das richtig Ach so, sehe. gut. Ja, kriege ich gleichzeitig. Ah, sehr schön. Bilde ich mir ein. Sicher bin ich mir noch nicht. Auf jeden Fall geht jetzt erstmal das Fleisch los. So, Dachdecker ist fertig. Jetzt muss nur noch der Fensterbauer einmal ran. Also der Metzger arbeitet der? Nee, Nee, der arbeiten arbeitet kann er nicht. noch nicht. Dafür Dann muss der Raum einmal fertig sein. Da müssen auch die Fenster drin sein für. müssten wir dann bestimmt eine Inspektion herstellen, wo ich dann das Fleisch reinnehmen kann. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Jetzt arbeitet dein Tisch. Ja, ich höre. So, jetzt kann ich auch Mortar herstellen. Achso, nehmen. Nicht aus dem, das wollte ich nicht, das möchte ich. Ich mache mal 40 Stück. Zack. Brauchen wir noch 900 Holzspäne. Aber da haben wir ja genug von. Ja. 6, 7, 8, 9, zack, so sollte reichen. Ach, guck mal, fliegt Fleisch auf den Tisch. Also, du bist mich ja gerade voll zu spammen. Warum? Auftrag Holz sparen zum Mutterauftrag. Ja, ich habe mal eben 900 Holzsparen dazugefügt. Okay. Jetzt ist die Kiste mit Holzsparen schon wieder relativ leer. Da geht's relativ schnell, ne? Ja, das kriegst du schnell weg damit. Haben wir dann vielleicht noch eine Kiste hier, wo wir das Fleisch reintun können? Momentan noch nicht, aber ich kann gerne noch eine machen. Schlecht wär's nicht. Nee, das stimmt. Truhe, 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 Truhe. Wo ist die Truhe? Truhe. Zack. Truhe ist in Arbeit, braucht 2 Minuten. Ah, gut, ich kann mir jetzt Hunter und Metzger. Ich guck gerade, ob ich hier diese Karre, Holzkarre herstellen kann. Holzkarren, kleiner Holzkarren kann ich hier herstellen. Brauche ich 8 Bretter für, die kann ich hier drinnen herstellen.
Brauche ich 12 Holz? Oh. Also ich habe jetzt 6, nee, halt 5. 5 mal rohes Fleisch und 7 Felle bekommen. Nee, ein Fell, Entschuldigung. Oh. Ja, genau, aber das reicht ja. Also mache ich dann als nächstes noch Schneider. Ja, genau. Da kannst du nämlich aus den Fellen nachher Stoffe machen und solche Sachen. Ja, was brauchst du für Schneider? Brauchst du bestimmt auch so ein Buch, ne? Ja. Ja, gut, da brauche ich Felle halt, ne? Ja. Und Pflanzenfasern, sehr schön, Ja, da Hampe. haben wir genug. Und was sind das für Felle? Fellpelz. Ein Aber weiches. wir haben die Folge rum. Das Schade. Gebäude ist fertig, Haus ist fertig, Folge ist fertig, wir sind fertig. Mit den Nerven. Genau. Mal sehen, ob wann die nächste Folge wieder da ist. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss.